Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegung. Guter Ansatz. Ist das ein Stern? Wie kommt ihr in den Besitz eines solchen Schatzes? Thank you.
werdet nicht gewinnen. Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ihr geht vor, ich folge. Fuß runter!
Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Fuß, runter! Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Yeah.
Fuß, runter! Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Jemand muss etwas unternehmen. Warum tun die sich so verhältnismäßig? Wenn ihr auf Reisen meinen Taugenichts von Gatten Leifner begegnet, dann richtet ihm aus, dass er hier nicht mehr willkommen ist. Ja, bitte? Lasst euch nicht von den Männern ausnutzen. Seid stets auf der Hut. Sucht ihr Arbeit? Ich bin ganz auf mich allein gestellt und habe ein Kind. Da ist es so gut wie unmöglich. Jetzt, wo Leifner nicht mehr hier ist, stecke ich wirklich ganz schön in der Klemme. Ich komme kaum über die Runden. Wenn es so weitergeht, halten wir bestenfalls noch ein, zwei Jahre durch.
Dann werde ich die Hütte wohl verkaufen müssen. Er sagte, er wolle ostwärts zur Grenze von Morrowind reisen, um ein wenig von unserem Getreide an Leute im Bruchhelmtal zu verschachern. Ich habe gewartet und gewartet, aber er kam nie wieder zurück. Vermutlich lebt er jetzt mit so einer Elfenhure zusammen. Mir kann er gestohlen bleiben. Wenn ich nur wüsste, wo er ist, ich würde ihm gewiss die Meinung sagen. Gut. Wenn ihr ihn seht, dann sagt ihm, Grosta lässt ausrichten, er könne ins Reich des Vergessens ziehen. Hier ist er nicht mehr willkommen. Und vergesst nicht, diesem Bastard zu sagen, dass ich seine hässliche Visage nie mehr wiedersehen will. Nun, habt ihr meinen Dreckskerl von Mann. Ehrliches Gold für ehrliche Arbeit. Und vergesst nicht, diesem Bastard zu sagen, dass ich seine hässliche Visage nie mehr wiedersehen will. Hier bei der Mühle sind nur noch ich und meine Mutter. Mein Vater ist weg. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist.
Jetzt die Hunde auf sie, Jungs!
Sieg oder so, genug, Gander. Genug. Ich gebe mich.